Ärgert mich, egal, haben wir schon mal einen. Gleich haben wir von allem eins, weil du einfach nicht das Richtige findest. Naja, doch, ich wollte jetzt einfach eine MFE, aber ich wollte halt eigentlich eine MFE bauen, weil eine MFE ist eigentlich eine Speicherbuffer für ein anderes Mod-System. Aber es gibt Ja. halt leider den, es gibt halt leider den Charging, also die Charging Bench von der Mod, die der Drill ist, gibt es in diesem Mod-Pack nicht. Ja, es Und gab das auch habe mal, ich, es gab auch ja, mal ich höre so mir eine an. Plattform, wo du dich draufstellen konntest und dann hat alles geladen. Aber Ja. Ich baue jetzt das Kleinste. Eine Bedbox ist, glaube ich, das Kleinste. Ah, wobei ich jetzt schon sehe, dass ich mit der Bedbox das mit den Kabeln nicht hin, dass das nicht funktioniert. Oh, ich könnte auch kotzen. vor allem frage ich mich auch bei der Bedbox, ob das ausreicht, Aber so viel hat er noch nicht, oder? zum. Naja, das meine ich nicht, noch nicht mal. Aber wie lange der braucht, das aufzuladen, so. Das ist eine Frage, die ich so persönlich sagen kann. Das ist richtig. Ich will keine Personal MFE. Ich will einfach nur eine fucking Bedbox. Battery Personal. Station, kann man das nicht nehmen? Ist das nicht das, was wir suchen? Es könnte sein, ja. Ja, kann ich noch nicht bauen. Oh, wobei, vielleicht habe ich es auch bald. Vielleicht oder auch nicht. Ey, mal ganz ehrlich, sorry. Aber bevor ich jetzt wieder Sachen ausgebe. Du, Game ja, du stellst Mode es mal hin und guckst, Creative. das dachte ich mir schon. So, wie hieß das Ding jetzt? Battery Station. Battery Station. Da ist sie. Das machen wir anders. Also ja, da kann ich den Drill reinmachen, aber das Lädt nimmt nicht. nichts von. Ja. Warte, ich teste aber jetzt auch noch Ja, eben. teste so lange, bis du jetzt erstmal was gefunden hast, sonst ist das ein totaler Witz. Das ist, Gesundheit oder Ich habe Stärke nur anderen oder? gehustet. Kratzen im Hals. Corona. Bis es Hass, Alter, dann scheiße. Ich gehe schon eh schon davon aus, dass ich es hatte. Also. Glaube ich nicht. Außer du wärst extrem lucky. Ich bin immer am damaligen Flughafen bei uns in die Richtung gefahren und da gibt es nur eine Linie. Und mich würde es nicht wundern, wenn ich dadurch das hatte, weil ich habe relativ zeitnah, wo das mit Corona anfing, wo es dann hier eskaliert ist mit Homeoffice und all dem ganzen Kram, da war ich krank gewesen. Und da hatte ich es richtig dick eigentlich. Oder beziehungsweise es hat sich lange gezogen, war sehr penetrant. Und deswegen bin, was ich so auch nicht kannte in der Form. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich es da schon auf jeden Fall mal hatte. Ich mir nicht vorstellen, aber ja, wer weiß. Ja, warum kannst du dir das nicht vorstellen? Das ist ja jetzt keine Tod, das ist nicht die Pest. Das ist eine Ja, Grippeform. gut, das Das ist, ist. Ja, es ist schon keine Grippeform, das ist eine SARS-Form. Und was ist SARS? Keine Grippe. Ey, da muss ich jetzt googeln? Nee, du sollst streamen. Ja, das tue ich ja. I'm not sure about that. Müssen wir jetzt nur wegen diesem Scheiß-Drill wirklich Solarpanels herstellen? Alter, fickt euch Ich doch. hab's dir gesagt. Nee, aber nicht die, die du herstellen wolltest. Aber ich jetzt. Alter, kann ich den anderen Drill herstellen? Nee, da brauche ich ein Pink Slime Ingot. Was kostet uns eine Energy-Umwandler? Warum höre ich nichts von dir?
Was machst Weil du ich gerade hier? google. Also Aber jetzt streamen. ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Ich streame trotzdem. Es ist, was willst du von mir? Geld. Und es hilft dir nichts, weil ich keins habe. Jedenfalls nicht für dich. Aber für dich selber jetzt auch nicht. Das ist halt schwierig. Ja doch, für mein Leben ist wieder da. Das ist, Seit wann? sonst hätte ich kein Essen, kein Trinken, keine Wohnung. Na, dafür brauchst du kein Geld. Das ist nochmal ein Unterschied, wenn du Ja mich doch, fragst. da brauchst du Geld für. Du musst ja die Miete bezahlen und die Lebensmittel bezahlen. Also ohne sieht schwierig aus, vor allem mit Ja, Familie. aber es ist schon ein Unterschied, ob du Geld hast oder ob du lebst. So gerade. Weißt du, wie ich meine? Also, finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht. Naja, oder nicht? Meinst du nicht, dass es noch ein Unterschied ist, wenn du Geld, ob du Geld hast zum Ausgeben für Annehmlichkeiten oder ob du leben kannst vernünftig? Das ist schon alleine eine Definitionsgeschichte für sich, weil Annehmlichkeiten können ja für jeden was anderes sein. Also für mich kann ja vernünftiges Leben schon annehmlich sein. Das ist ja. Das ist richtig. Wo ist denn Alter, jetzt was hier geht denn die mein. Mucke so ab, Alter? Ja, bei mir ist alles schön. Bei mir die Mucke so ein bisschen schlagen, Tambourin und was weiß ich nicht. Dubstep-Intro. Ja, so ein bisschen. Nee, das mache ich nicht. Das ist Content, den man mir ankreiden kann. Von German Let's Play. Was? Dieses Wupp, das ist von ihm. Wuppe, ist ein ziemlich normales Lied. Ich Da zeig hat dir die das nach. Mucke. Ich zeig dir das nachher mal, was er da gemacht hat. Also, und das habe ich jetzt gerade nachgeäfft und das würden die es kennen, wahrscheinlich auch so interpretieren. Deswegen bin ich ja vorsichtig. Aber den Beat, den du gemacht hast, und darauf beziehe ich mich, das ist von irgendeinem Lied aus den 80ern oder so. Und da kann dir keiner was für. Nur weil das so ein German Let's Play benutzt hat, ist es sein Problem, nicht deins. Nee, ich glaube nicht, dass er das darauf bezogen hat oder daraus gemacht hat irgendwie. Hä, wenn es der gleiche Beat ist, ist es der gleiche Beat. Irgendwo in Ja, meinem aber er Ding. dann hat Ich das meine. nicht bewusst gemacht, also oder dass das kannte. So. Ach, meinst du nicht? Ja, das kam Hört so, sich. das kam so beiläufig und so wie ich, Glaube wenn ich ich nicht. hier mache, das kann jetzt auch irgendwie von Glaube, ey, irgendeinem sowas Beat. ist doch immer, aber sowas ist doch immer unterbewusst. Das hast du schon mal gehört, findest es nice. Hast es vielleicht vor 2 Tagen gehört oder so. Gut, keine Ahnung, War aber. das jetzt alles an Clay hier? Das waren 4 Stacks, die ich gebrannt habe. Ja, wenn du mehr brauchst, musst du mehr haben, Okay, dann sagen. ist Also aber ich nicht habe nur. so. Ja, Ich habe ich vier brauche. Sacks gebraten. I need more. Ja, naja, du weißt, wie die Deutlich Progress ist, mehr. bin ich gerade. Ja. Ach so, das ist ja alles un. Hast du den Schlüssel dabei? Ich brauche den Schlüssel für den Scheiß, den ich herstellen muss. Hier. Danke. Ich habe 4 Stecks gebraten und ja, naja. Hey, das ist doch nicht dein Ernst, ne? Ach, das ist Stone und nicht Cobblestone, deswegen funktioniert das nicht. Stone. Wo ist denn jetzt das Stone denn? Ich höre noch alle. Ich jetzt Hä? matt. Ach, der ist Wo im ist denn Schissel das? drin. Der bleibt im Schissel drin. War hier nicht noch mehr Clay? Wenn er mal, ich hab Ach hier nee, mehr warte, Clay das ist gehabt. alles in der Pooch. Warte, ich bin dumm. Sorry. Es wirklich, Nee, das weißt ist nicht in der Pooch. Das ist in der Ender Chest da unten. du? Ich seh's, Sorry. ich seh's, ich seh's, danke. Ich hab's fast mir gedacht, als du gemeint hast, Pooch, und dann nein, ist doch nicht Pooch. Dann dachte ich mir, gut, dann wird er das verknüpft haben mit irgendwas Endermäßig. So, den Konverter habe ich schon mal. Dann kann ich das hier löschen. Jetzt gucken wir erst den Ach, ich habe ja da noch LF-Producer was. an. Hier werden keine Stacks unterschlagen. Läuft nicht. Also ist das hier dein Test-Ding, was du brauchtest, oder? Ja, das ist nur. Ich hätte mir das auf Schild aufschreiben können, aber das brauche ich und Ja. dann funktioniert das.
Uninsulated Copper Cable. Also damit funktioniert dann der Charger und ne, da kannst du dir ja vorstellen, dann kriegen wir das Ding geschaltet. Kann ich die Isolated Copper Cable auch umändern? Nee, ne, das geht nicht. Ich glaube nicht. Weiß auch gar nicht, warum ich mich gerade mit dem Drill so beschäftige, weil den aktuell eh keiner braucht, aber irgendwie hat es mir das jetzt angetan. Ja, Eigentlich wieso absolute ist schon mal, Zeitverschwendung, die ich gerade mache. ist trotzdem gut zu haben dann und so, also. Wir haben da hinten noch Stil. Kannst du mir das mal in die Pooch tun? Da brauche ich gerade kein neues machen. Hier, Stil. Wo ist da? Ist drin. Jo, habe ich schon, danke. Drin. Ja, klar, es ist das ein bisschen Zeitverschwendung, was du da jetzt machst, aber ich sag mal so, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Haben ist besser als brauchen. Ich bin aber immer noch nicht ganz so zufrieden. Ich weiß nicht. Ich muss mal kurz gucken gehen. Was kann ich denn? Ach so, du hast ja jetzt den Schlüssel. Brauchst du noch aktuell gerade, oder? Ja, warte, ich kann hier einen Putsch rein. Ja, ich wäre jetzt eh vorbeigekommen, weil ich zur Query Jetzt ist einer Putsch drin, jetzt kannst du ihn jederzeit rausnehmen oder auch nicht. runtergehe. Oh Scheiße, die ich dafür brauche. Das geht nur mit Junglewood, dann kotze ich aber in den Strahl. Was kann ich denn damit machen? Gisel, komm mal her hier kurz. Komm mal kurz zum Papa. Wenn der Papa macht, hat gut. Das ist auch so eine Behauptung, die muss er erstmal unter Beweis stellen. Nö. Das sehe ich einfach so und fertig. Ach, Mist. Jetzt habe ich den ja zweimal. Ist okay. Warum machen wir das so? Mal schweinen, aber das Oma jetzt nicht weg, fickt euch. So, einmal kurz Ja, zum kommt. Memo laufen hier. Wo ist er denn jetzt? Zu Hause. War doch gleich wieder da. Ah, okay. Dann baue ich das hier. Hier wird sich nicht rumgeportet. Hey, wir haben doch gesagt, wir machen das. Deswegen bist du auch immer Oped. Ja, nach Hause, wenn wir irgendwo hinlaufen, aber hier nicht. Ach, der kommt. So, sag mal an. Sehen alle kacke aus bei mir, weil es halt Pixel in Pixel in Pixel ist, aber ja, im Prinzip egal, die sehen alle gut aus. Die sind alle pixelig bei mir. Von daher ist es mir Ja, egal. Ich fand den ganz rechts tatsächlich relativ nice. Ich weiß nicht genau, den welcher hätte ich das war. jetzt tatsächlich auch genommen. Ja. Das ist der karierte bei mir. Ja, das ist aber ganz leicht kariert, genau. Brauche ich nur ganz viel Diorit. Ja, da muss so warm, bis die Curry wieder läuft. Hast du das verbraucht, oder? Nee, das habe ich aussortiert. Deswegen haben wir davon nicht so viel. Wir haben auch nur Ja, so viel verstehe ich. Slate. Wir haben auch nur so viel Slate, weil ich das kannte ich nicht. Das konnte ich erst später aussortieren. Deswegen haben wir so viel Slate gehabt. Ein bisschen Diorit ist ja angekommen, so ist es nicht. Naja, aber halt nicht viel. Außerdem kenne ich dich ja, du, als ob du was aussortierst, wenn es einmal in der Kiste ist, dann ist es da drin. Das, Nee. Soll ich's wegwerfen? Das wäre ernsthaft. Nee, du gehst ja da nicht ran, du holst dir nur das raus, was du brauchst. Hallo, was besonderes? Ja? Ach, Bullshit, warum ist die da noch voll? Ja, weil ich ja noch nicht weiter dran war. Ich habe die ja nicht benutzt, groß. Wir hatten genug Rohstoffe vorne für all das, was ich machen wollte, da ich mich ja auch so viel mit der Technik hier auseinandersetze. Ich bin hier nur für die Optik.
Ey Gott, jetzt gib mir den Clay hier auf den Sack, Alter. Das fühle ich nicht. Lass mein Clay in Ruhe. Ich brauche ein Kabel, ich brauche einen gebrannten Stone, Alter. Und die ganze Zeit, wenn ich da gerade den Clay rausgenommen habe, ist da wieder der neue Clay von oben reingegangen. So, ganz schlimm. Achso, die habe ich ja abgelegt. Das und das. So, jetzt brauche ich noch die Energy Bridge. Energy Bridge, wo bist du? Kleines Fickschnitzel. Da bist du. Eye of Ender, Iron, okay. Ei auf Ender. Noch brauche ich jetzt die letzten zwei, drei Enderperlen, die wir hatten, getan. Jetzt kommt das mal hier Ich mache mal rein. ein Eye of Ender, ist einfach nur Enderperlen mit Blaze, ne? Ich glaube ja. Ich hab die so selten benutzt. Ja, ich kenne das Problem. Ah, keine Enderfällen. Keine Enderfällen. Ich hatte noch 3 Stunden und nicht gestorben. Oh Gott, zum Fick hast du den getan, Dünn. Das nehme ich. Wie viel Marvel hier einfach drin ist. Und auch einfach geschüsselt, Marvelous. einfach drauf geschissen. Ich verstehe jetzt sein Problem nicht. Ey, das ist aber schon mesmerizing, wenn du hier runter gehst. Ja. Du gehst durch ein Mindportal, wenn du hier runterkommst. Naja, ist auf jeden Fall hart. Das Ach, musst du da sind die fühlen, Enderperlen. Jimmy. Das ist. Ey, du, ich fühle das, aber das ist auch schon auf jeden Fall, also, da muss man schon fast eine Warning für reinmachen. Warning. Kann epileptische Anfälle auslösen. Ja, naja. So, das hätte ich jetzt auch erst gebaut. So, wie hieß das, die scheiß Station? Battery Cell. Alter. Du musst mal bei mir gucken. Ja, cool, ist Tür rein. Das ist der Tab. Aber die sieht zwar härter aus, ja. So. Wobei, das ist nicht so mesmerizing wie in Standard. Weil das hat noch wenigstens Textur und hat so ein bisschen Tiefe, so ein bisschen vorgegaukelte. Aber in Standard sieht das wirklich hart aus. Vorgegaukelt, finde ich gut. Naja, hat ja keine echte Tiefe, das ist ein 2D-Block, beziehungsweise ein Ja, 3D-Block, ja, aber. Aber in Standard hat es einfach nur ganz viele Vierecke. Das ist wirklich. ja. Wenn du hier dann runterkommst, wirst du mal blöd. Ich habe übrigens meinen Lasho King. Wie lange hast du gebraucht? Nee, ich hatte es dann noch mal kurzzeitig probiert gehabt und ja, es kam nichts bei rum und dann war ich richtig genervt. Dann konnte ich die GTS auch nicht benutzen. Ich habe ja mittlerweile rausgekriegt, was das Problem ist. Wie was? Hacker, das sind gehackte Pokémon und so weiter und Ja, okay, aber das siehst du ja schon. Also nee, ja, das du ist auch kommst mein. nicht sofort. Sobald du nur auf das Angebot so rüber switcht, ist es gleich vorbei. Dann freest die komplette GTS bei dir. Ja, das habe ich noch nicht gehabt, tatsächlich. Ich Und habe immer dann. nur, wenn ich dann einen Tausch anfrage, dass es dann abstürzt. Das kommt immer zum Beispiel bei der Typ, ich weiß gerade nicht den Username, ich kenne nur seine Nachricht. Wenn da steht, Nachricht aus Japan Kibuku oder Kibujo oder so. Wenn das da steht, dann. Weiß ich, dass mein GTS abschmiert, dann kann ich gleich von vorne anfangen. Ja, wie gesagt, ich habe das bis jetzt nur gehabt, kannst du dich irgendwie blockieren oder so, damit du es nicht mehr angezeigt Nee, wird? Gut, das, dafür müsstest du es ja nicht haben. da regen sich ganz viele drüber auf, vor allem im englischsprachigen Raum, dass da nichts getan wird, weil du nichts dagegen machen kannst. Ja, du hast dann halt Pech, du musst dann halt DS ausmachen, wieder anmachen und.
ich nicht. Ich glaube, also ich habe das Problem noch nicht gehabt. Ich habe tatsächlich das Problem nur, wenn ich tauschen will mit jemandem, der anscheinend einen Wir können das gerne mal Gegner-Account hat. testen. Dann suche ich mal raus, den Pokémon, gucke, ob den es da gibt und dann sage ich dir Bescheid und guckst du auch mal und gehst da mal durch die Liste, ob das dann bei dir auch Ja, passiert. können wir gerne mal machen. Weil in dem Forum, wo ich immer tausche und so, oder Tauschanfragen so stelle und so, da habe ich das mal angemerkt, da hat dann auch ein paar reagiert, die dann meinten, ich habe das Problem auch und weiß nicht, was das ist. Nee. Was hast du denn jetzt in E gesagt? Falsch platziert. Wo ist er da? Da hat doch das Granit gerade so viel gereicht hier. Das war schon mal schön. Da haben wir eine Karo-Decke. Sowas in die Richtung. Ja, das sieht aus, Junge. Ich habe, wie gesagt, immer nur die, die dann auch gerne in Instagram und so verlinken, die, wenn du mit denen tauschen willst, dass ich kann die Tauschanfrage schicken und dann kommen von wegen Fehlermeldung, bla bla bla, bitte starte neu. Ja, im Das schlimmsten kenne ich Fall, tatsächlich. wenn das passiert, ist halt auch Kacke, weil dann kannst du eine Zeit lang nicht tauschen und so manchmal. Du, meistens suche ich da ein Pokémon und wenn ich dann, ich habe ja auch nicht so viele, gerade wollen die ja auch Entwicklung oder so und da habe ich ja meistens noch nicht mich wirklich drum gekümmert. Und wenn die dann, sag mal schnell, wenn die dann was, wenn die da was haben wollen, was ich habe, dann, und ich es halt nicht kriegen kann, weil es dann abbricht, dann ist es mir auch tatsächlich egal. Mach da nicht so, ich bin da nicht so hinterher wie du aktuell. Das sind wir relativ. Ja, das, weißt du, für mich ist einfach nur, das macht halt auch irgendwie das Spiel kaputt. Ich finde es irgendwie schade und unnötig. Und ich weiß halt nicht, warum das sein muss. Es ist so, Ich ja. hätte keine Ahnung, dieses uralte Spiel kehrt. Dich nicht. Nee, nicht ich allgemein. Dafür ist das Spiel zu alt. Ich glaube, bei Schwert und Schild hast du die Probleme nicht. Wobei, bei Home hast du die Du Probleme ja hast ja auch bei nicht. Ja, Schwert und eigentlich. Schild keine GTS. Das ist ja. Ja, naja, über Home halt, ne? Ja, ob das jetzt so bei Home läuft, weiß ich nicht, oder gehen kann. Ja, bei Home gibt es, glaube ich, die gleichen Angebote wie bei in der GTS Bei von Home Sonne und Mond freest oder es, so. glaube ich, auf jeden Fall nicht. Also ich habe schon gehackte Pokémon da gesehen, diese von Bank und so rüber geswitcht haben. Und da muss ich Tatsache sagen, Ja, da bricht es wahrscheinlich einfach nur ab, ja, aber es ist halt trotzdem da. ja, ich konnte es Ich bisher weiß auch jetzt nicht nicht. tauschen, weil das waren immer diese total bescheuerten Angebote, wo du nicht tauschen kannst, weil du das Pokémon in der Form nie kriegst. So, das, warum auch immer man das dann reinstellt, weiß ich nicht, aber. Weil es halt ein gehacktes Pokémon ist, die wissen ganz genau, warum sie das tun. Ja, das ist klar. Aber der Punkt, den ich ja dabei sehe, ist so, wozu stelle ich es dann überhaupt rein? So, das meine ich. Ganz einfach, weil die mit speziellen Leuten trainen wollen. Du kannst auch denken. Die stellen das Angebot rein, weil sie mit einem speziellen Menschen trainen wollen. Dann tauschen die ein gehacktes Pokémon gegen ein gehacktes Pokémon. Ist das nicht unsinnig? Dann hack doch gleich dir das Pokémon, was du haben willst. Du, ich habe keine Ahnung, Das ist ja wie genau das die Frage, so, in. die ich mir stelle, weißt du? Wenn ich doch schon hacke, ein Pokémon hacke, warum hacke ich mir nicht gleich das, was ich haben will? Ich weiß halt nicht, wie das in Sonne und Mond funktioniert. Ich habe keine Ahnung von Hexen, ich kann das nicht sagen. Ich gehe nur davon aus, wenn ich in der Lage bin, mir ein Pokémon zu hacken, egal welches, sage ich mal, weil wird ja wohl egal sein, dann sollte ich auch in der Lage sein, mir das zu besorgen, was ich haben will, und da brauche ich da nicht tauschen. Das ist irgendwie. Ich habe das Gefühl, die wollen da irgendwie flexen mit. So, aber ich feiere das halt nicht, weil man weiß ja, dass es gehackt ist, so. Ich weiß nicht, ob sie damit unbedingt flexen wollen, aber wie gesagt, ich weiß ja halt nicht, wie das Hacken in Sonne und Mond funktioniert. Ich kann es dir halt sagen,
wie das in älteren Editionen funktioniert. Da hast du halt damals noch einfach den Code eingegeben und dann ist das Pokémon halt erschienen als nächstes im wilden Kampf. Und da hast du dann halt auch, weiß ich nicht, eine dritte Evolution auf Stufe 5 Du hast gekriegt, doch, aber auf du, 1, ja, ja. ich weiß nur, du bearbeitest doch dann das Save-Game, oder nicht? War das nicht irgendwie Nein. so? Aber spreche Japanisch. Nee, aber wo gibst du denn was für einen Code ein? Na, in deinem Mogelmodul. Gut, du Ja, bist zu jung. ich rede ja jetzt auch von nicht von ganz, ganz früher, sondern von zum Beispiel, was weiß ich, Alpha Saphir oder so. Naja, das ist auch ein Mogelmodul. Was, bei Alpha Saphir? Ja, Nee. natürlich. Bei Ich, soll ich ein Foto machen? Ich habe hier eins rumliegen. Saphir und Rubin vielleicht, ja, aber Nein, nicht bei Omega du und hast ein, Alpha. nein, du hast ein Modul, wo du das Ding ranmachst und dann am PC einbaust. Dann lädst du die Software und dann werden die Codes applied. Okay. Just shut the fuck up if you don't have the clue. Nein, aber Aber ja, dann wird das es ist halt doch wohl für wirklich. Sonne und Mond genauso gehen, oder? Keine Ahnung. Da mein Modul nicht mehr funktioniert, kann ich das nicht sagen. Das funktioniert nicht mehr. Ne, das Problem ist, ich meine, das ist ja kein, ich mache da ja kein Geheimnis rum, deswegen kann ich das auch so erzählen. Das Problem ist, dass du mein Modul für den DS funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung, das haben sie wahrscheinlich mit irgendeiner Firmware einfach rausgepatcht, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Ich habe aber auch das Ding, was du am PC. Also ich habe ein Modul, das lädt dann die Software auf dem DS, das lädt die Sheets und dann kannst du spielen. So eine Art Homebrew nur als Modul. Ja, Kannst du dir ja. das vorstellen? Und dann habe ich noch das, was du am PC anschließt. Das würde funktionieren, dafür brauche ich aber einen Lizenz-Key oder einen Account und gerade was ich beide nicht mehr habe, ich habe weder noch die Verpackung, den Lizenz-Key, noch weiß ich den Account. Okay. Also ich könnte nicht cheaten, wenn ich wollte. Aber klar, also es würde funktionieren. Wie gesagt, das Modul, das funktioniert nicht mehr. Das haben sie wahrscheinlich immer mal weggepatcht mit ihrer Firmensoftware. Aber habe ich jetzt hier alles richtig gemacht? Aber es geht, Alter, auf DS funktioniert, ja klar. Auf der Wii musst du, auf der Switch musst du, glaube ich, homebrewen, ne? Ich glaube, da gibt es sowas nicht. Das Weiß kann ich ich dir nicht nicht, sagen, ich das besitze weiß keine eigene, aber. ich kann dir nur sagen, dass ich ja, ich habe halt keine Ahnung von sowas. Das ist, ich befasse mich halt damit nicht. Braucht halt nicht den Scheiß. Warum? Für dich selber ist doch scheißegal. Ich Nee, meine, das ich ist mein verstehe die, ich eigener verstehe die. Ansporn auch irgendwie, dass ich das Eigener ganz Ansporn, normal. ich weiß nicht. Ja, du feierst das ja auch nicht so wie ich. Das ist ja wieder was anderes so. Was heißt, ich feiere das nicht so, wie du spielst, ich spiele auch durch, ich habe Spaß an den Spielen, aber ich feiere halt dieses ganze Drumherum nicht, das Pokémon, das Pokédex zusammenstellen und so weiter und so fort, das ist mir halt alles Wumpe und ich muss ja auch da fairerweise dazu sagen, dass ich ja nie kompetitiv gespielt habe, also ich habe nie einen Nutzen daraus gehabt, in irgendeiner Form, deswegen ist es Ich mir auch muss auch relativ dazu sagen, egal. mich triggert einfach dieses Sammeln, dieses Jagen danach. So, ich würde es langweilig finden, mir einfach alles irgendwie per Code oder so freizuschalten oder so wie du es früher ja zum Beispiel hier bei Game Boy Advance oder so gemacht hast, dass du dann einfach nur eine L-Taste plus A und Start gedrückt hast hier bei einem Cheat-Modul und Ja, aber hast dann. also ich meine, du kennst es ja davon und genauso funktioniert es auch, hat es auch DS auch noch funktioniert. Ja, so. Oder halt eben auch auf einem normalen DS damals noch, bei Platin Scheiße, und ja, so. das funktioniert. Da gab es ja diese Sachen ja auch. Das habe ich aber auch nie gefeiert, weil das hat mir. Dann hatte ich auch instant keinen Bock mehr, weil dann ist einfach so dieser Reiz weg, die Dinger zu suchen, zu fangen und so irgendwie bei mir. Aber das sind so Sachen, die mich tatsächlich nie wirklich gekehrt haben, muss ich. Mann, fuck Ja, it. da ist ja auch jeder anders. Ist Habe ja. ich jetzt hier echt zu wenig Conduit? Ja, was heißt das, jeder anders? Ey, soll jeder machen, was er will? Ich meine, tatsächlich muss ich sagen, was ich dann schwierig finde, sind tatsächlich die Leute, die sich damit einen Vorteil in. Oder was ich nicht schwierig finde, aber. Wenn es in PvP kommt, finde ich das halt assi. Und das ist ja auch so, was ich nie gemacht habe, deswegen rede ich da ja auch offen drüber. Deswegen ist es mir auch Aber egal. Er kann ja jeder in seinem ja, Private gut, auch Game wenn ich machen, es was er will, so. auch wenn ich es PvP gemacht hätte, solange ich dich nicht abfackeln.